Im Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Wenn die Wirbelsäule sich verkrümmt in verschiedene Richtungen, dann spricht der Mediziner von Skoliose. Diese Fehlstellung tritt im Kindes- und Jugendalter, meist in der Pubertät auf und kann heutzutage ganz gut behandelt werden. Wie, erfahren wir heute von Professor Dr. Florian Geiger, Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums an den Hessing-Kliniken. Hallo, grüß Sie. Danke für die Einladung. Zunächst mal natürlich die Frage, was ist Skoliose genau? Skoliose ist eine dreidimensionale Verdrehung der Wirbelsäule mit einer Seitausbiegung. Meistens sagen immer nur eine seitliche Verkrümmung, aber eigentlich ist es wirklich eine in allen drei Dimensionen eine Verkrümmung. So Korkenzieher-mäßig oder wie genau. Man sich das vorstellen? Ja. Sie haben uns Bilder mitgebracht. Wir können, glaube ich, vielleicht schon mal draufschauen, dass uns das mal angucken, wie das eigentlich aussieht. Also das ist eben das, was man von außen sieht. Man sieht ja von außen nicht die Verkrümmung der Wirbelsäule. Man sieht eben zum einen, dass das Kind ein bisschen schief steht. Mhm. Und was halt auffällt, wenn sie sich nach vorne beugen, dass es so ein Buckel entsteht, eben weil die sich eben in sich verdreht, ist die Wirbelsäule. Mhm. Und das ist auch das, was eben häufig auffällt, dass in den Sommerferien beim Eincremen ist da plötzlich ein Buckel, der vorher nicht da war. Mhm. Das ist das Erste, was eben auffällt. Ja. Mhm. Und nachher halt, wie es dann nach der Therapie aussieht. Sind jetzt neue Leitlinien rausgekommen zur Skoliose? Da waren Sie Co-Autor, nicht? Ja. Also da wird immer mal wieder geguckt, was kann man wieder neu machen? Also welche Techniken können angewandt werden? Was hat sich eigentlich überholt oder was sollte man nicht mehr machen? Das wird immer wieder überprüft. Genau, also es kommen alle Fachgesellschaften zusammen, Krankengymnasten, Ärzte, Orthopäden, alles eben möglich. Glaube ich, fast 30 Berufsgruppen kommen zusammen und gucken, was ist evidenzbasiert, wofür gibt es gesicherte Erkenntnisse, welche Sachen sind eben nicht so gesichert und wo hat man eine gemeinsame Meinung, wo hat man keine gemeinsame Meinung. Und da haben wir jetzt einige Jahre daran gearbeitet und dieses Jahr sind sie endgültig fertiggestellt worden. Das sind die Leitlinien für alle Operateure dann in Deutschland, Europa oder wer? In Deutschland für alle Operateure, aber eben auch für alle Hausärzte, für alle interessierten Patienten, die sich informieren wollen, für alle Physiotherapeuten, Korsettbauer. Okay. Also sind viele Berufsgruppen beteiligt. Also haben wir heute den neuesten Stand hier. Machen wir weiter mit, wie entsteht diese Fehlstellung? Also ist das jetzt erblich, wenn die Eltern das hatten, kriegen die Kinder das auch oder so in der Richtung? Oder wie entsteht sowas? Ein bisschen schon, ganz gesichert ist es nicht. Also es ist eine Wachstumsstörung, deswegen tritt es auch meistens während des pubertären Wachstumsschubes aus. Die Kinder sind meistens erstmal gerade und dann kommen, und wenn sie in die Pubertät kommen und eben schneller wachsen, vor allem die Mädchen, dann entwickelt sich eben eine Verkrümmung, genauso wie es halt andere Menschen gibt, die dann abstehende Ohren oder krumme Nasen entwickeln, die sie vorher nicht hatten. Und es ist schon so, dass wenn es die Mutter hatte, dann hat die Tochter eine höhere Chance, dass sie es auch bekommt, 20%. Also nicht jeder muss es erben, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann höher. Also um die Pubertät herum könnte man mal hin und wieder beim Kind schauen, ob sich was verändert. Die Kinder merken es vielleicht auch selber, oder? Wie spürt man das? Also was sind so die ersten Anzeichen? Die Jugendlichen, die Mädchen merken es meistens selber, dass die Taille nicht mehr so ganz symmetrisch ist oder die Eltern, dass eben da eben so ein Buckel entsteht. Das Problem ist, dass genau in diesem Alter man seine Kinder eben nicht mehr ganz so häufig sieht. Die schließen sich eher im Bad ein. Mhm. Deswegen fällt es eben dann oft in den Sommerferien auf. Es gibt auch nicht mehr diese Kinderuntersuchungen, die U-Untersuchungen, die ersten J-Untersuchungen sind meistens schon vor der Pubertät. Und so, dass es häufig auch lange unentdeckt bleibt oder eben dann erst, wenn es zu spät ist. Mhm. Schämen sich vielleicht dann auch in dem Alter, ne? Nicht so zeigen wollen. Aber es sind hauptsächlich Mädchen betroffen, 90%, ne? Es sind größtenteils Mädchen betroffen, ja. Mhm. Ab wann kann man es denn erkennen? Also wir haben jetzt Pubertät, aber dann ist es ja schon fast zu spät. Also ab welchem Alter ungefähr fängt das an, dass sie sich... Ja, man sollte so zu Beginn der Pubertät gucken, ja, und dann, wenn der Wachstumsschub eben einsetzt, ist meistens bei den Mädchen dann, wenn sie die erste Regelblutung haben, dann ist der Hauptwachstumsschub und dann sollte man durchaus nochmal sich auch den Rücken angucken. Mhm. Bleiben Skoliosen auch mal unentdeckt? Also die müssen nicht immer so stark ausgeprägt wie jetzt hier, sondern die sind ja vielleicht etwas leichter. Ja. Also der Großteil hat Gott sei Dank nur sehr leichte Verkrümmungen, die häufig lange unentdeckt bleiben und dann auch vielleicht später mal als Zufallsbefund auftreten. Und nur ein kleiner Anteil ist eben der während des Wachstumsschubes schlimmer wird und beim eben so schlimm wird, dass er auch behandelt werden muss. Muss man leichte Skoliosen auch behandeln oder kann man damit ganz gut leben? Leichte Skoliosen werden erstmal beobachtet und wenn sie sich nicht verschlechtern, dann kann man auch mit einer leichten Skoliose ganz normal leben. Okay, also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Schweregrade, ganz schwer und wahrscheinlich gibt es auch eine Klassifikation von leicht bis schwer. Aber je nachdem, man ist dann beim Arzt und dann kommt es eben zur Behandlung und da stehen ja immer diese konservativen Therapien im Vordergrund, also mit dem Korsett.
das geht dann nicht überall, oder? Also bei schweren gerade Verschiebungen, also, dann ist es hängt eben davon ab, ob das Kind eben noch wächst oder nicht mehr wächst und wie stark die Krümmung ist. Also wenn ich eine leichte Krümmung habe und noch Wachstum habe, dann kann ich versuchen, das Wachstum zu lenken und das Korsett kann eben das Wachstum lenken, aber es funktioniert eben nur, solange das Wachstumspotenzial noch da ist. Deswegen ist es eben wichtig, das frühzeitig zu entdecken. Wenn man mal ausgewachsen ist, also so 2-3 Jahre nach Pubertätsbeginn, dann bringt ein Korsett nicht mehr so viel. Korsett, die Idee gibt es schon sehr, sehr lang. Sehen wir nämlich aus dem nächsten Bild. Da sehen wir den Gründer der Klinik, die Hessing-Klinik, Friedrich von Hessing hier. Ja, genau. Also, wir haben ja eine lange Tradition. Er hat ja seit 150 Jahrfeier jetzt gehabt. Die Klinik gibt es seit über 100 Jahren. Und damit ist unsere Klinik groß geworden, eben mit der Korsett-Therapie. Er hat das auch erfunden, oder? Er hat das ja auch für die Beine gemacht. Also, er war ja einer der Pioniere in diesem Bereich. Mhm. Ja, aber man sieht jetzt auch im Vergleich, wie es damals gemacht worden ist, noch aus Stahl und Leder. Und doch auch von der Form ganz anders. Und jetzt, dann hat man eine Zeit lang das mit Gipsabdrücken gemacht. Mittlerweile wird ein Computerscan gemacht. Das sieht man hier. Dann wird das Röntgenbild und dieser Computerscan übereinander gelegt. Und dann tun wir zusammen mit dem Korsettbauer, das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit, dass der Orthopäde und der Korsettbauer müssen da eng zusammenarbeiten, dass er eben anpasst, guckt, ob es funktioniert, wie gut die Korrektur ist. Wenn es nicht gut funktioniert, wird es nochmal nachgebessert, bis es eben funktioniert. Und dann begleitet man die Patienten eben meistens über 2, 3, 4 Jahre, bis sie eben ausgewachsen sind. Ja. Aber die Idee dahinter ist dieselbe. Also das war ja wahrscheinlich vom Erfolg her ähnlich, also nicht ganz so gut wie jetzt mit den hochmodernen Orthesen, aber das wird ja wahrscheinlich auch schon mal das Kind wächst dann also weiter, genau. Aber das Wachstum wird gelenkt durch diese, genau. Durch diese Orthese, also durch dieses Konzept. Die ist dieselbe, der Unterschied ist nur, man hat damals noch nicht so dreidimensional gedacht, man hat die versucht, mehr in die Länge zu ziehen und mittlerweile versucht man eben durch das Korsett das auch wirklich zu derotieren, indem man auf der einen Seite eben Druckpunkte hat, auf der anderen Seite Freiräume und da hat sich schon sehr viel getan. Man sieht ja auch, dass die Korsette nicht symmetrisch sind, das ist zum Beispiel hier höher und da niedriger, hier wird es eingerückt, hier ist ein Freiraum, also das ist ganz unsymmetrisch gearbeitet. Ist sogar dieses Röntgenbild so drüber gelegt, ja, genau. Damit man sehen kann, wo das ist. Also man hat hier diese Scans, da machen wir das Röntgenbild drüber und dann wird das dort am Computer angepasst und dann wird es erst maßgefertigt. Ah ja. Wie lange muss man dieses Korsett dann tragen, wenn man dann loslegt? Ein paar Jahre oder? Bis man ausgewachsen ist, die meisten so 3 Jahre, also wenn man zu Beginn des pubertären Wachstumsschubs anfängt und dann hat man vielleicht noch 3 oder 4 Jahre und so lange muss man es tragen. Und eben auch Tag und Nacht. Ja. Darf man noch weiter Sport treiben? Soll man Sport treiben? Man soll Sport treiben. Es gibt jetzt auch Studien, die sagen, die gleichzeitig Sport treiben, haben bessere Ergebnisse als die keinen Sport treiben. Mhm. Und die Sportzeit gilt wie Korsetttragezeit. Also je mehr man Sport treibt, desto weniger muss man es tragen. Also zum Sport treiben darf man das Ding dann ablegen? Da darf man es ablegen. Okay, gibt es Sportarten, die man nicht machen sollte dann? Oder? Es gibt keine eigentlich. Wie bei Knien nur Radfahren und Schwimmen? Nein, oder? Man darf alles machen, was einem Spaß macht und da gibt es keine Einschränkungen. Okay, aber ansonsten ist schon ein bisschen nervig, die ganze Zeit das Korsett zu tragen. Ja, es ist schwierig, ist auch psychologisch. Man muss natürlich auch bedenken, das sind Mädchen in der Pubertät, jetzt müssen die ein Korsett tragen. Ja. Das ist jetzt ja eine schwierige Zeit. Dann ist auch natürlich auch die Frage, wie gerade die Mode ist. Also vor ein paar Jahren, als dieses Bauchfrei modern war, da war es noch schwieriger, die Mädchen davon zu überzeugen. Aktuell ist wieder ein bisschen mehr schlabber, da kann man es ein bisschen verstecken, vor allem im Winter. Aber auch da muss man halt mit den Eltern, mit den Patienten reden, um sie davon zu überzeugen. Das ist nicht immer ganz einfach und es ist sicher auch nichts Angenehmes, gerade im Sommer das zu tragen. Da muss man auch Verständnis für haben. Nicht viel, also besser als nur Operationen oder das ganze Leben so rumlaufen. Ne? Genau. Wenn man dieses Korsett dann hat mehrere Jahre, macht man zwischendurch immer mal nochmal Aufnahmen und guckt, wie sich das alles entwickelt, also so eine radiologische Erfolgskontrolle? Ja, also man muss immer, wenn man das Korsett neu anfertigt, eine Kontrolle im Korsett machen, um zu sehen, wie viel Korrektur habe ich denn überhaupt. Und wenn es nicht korrigiert, muss man es vielleicht neu bauen. Und dann muss man alle halbe Jahr gucken, wie sie sich entwickelt hat. Dann wird es vorher ausgezogen, 1, 2 Tage, und dann macht man eine Kontrolle, wie sich die Skoliose sich entwickelt hat. Da muss man jetzt nicht jedes Mal röntgen, aber einmal im Jahr sollte man mindestens ein Röntgenbild machen, um zu sehen, ob es überhaupt hilft oder ob es schlimmer geworden ist. Wie oft muss man dann in dieser Wachstumszeit das Korsett auch wechseln? Weil wenn man wechselt, ungefähr einmal im Jahr. Einmal im Jahr, also 3 Korsette sozusagen. Es geht ja nicht nur ums Längenwachstum, sondern auch die Körperformen verändern sich. Und wenn es dann drückt und wehtut, dann bringt es ja auch nichts mehr. Okay. Was ist dann eine Indikation, wo man sagt, nee, hier müssen wir operieren? Es hängt davon ab, wie stark die Krümmung ist. Also ein Korsett macht man so ab 20, 25 Grad und dann so ab 40 bis 50 Grad. Also wenn die Krümmung wirklich deutlich schlimmer ist, dann werden diese Krümmungen eben auch nach Wachstumsabschluss
schlimmer und nehmen zu. Und dann ist es sinnvoll, sie möglichst schnell zu operieren, bevor eben aus einer 50-Grad-Krümmung eine mit 70 oder 80 geworden ist. Was ist der beste Zeitpunkt für so eine OP? Also wenn wir jetzt über das Wachstum sprechen und so weiter, eher früher oder wartet man ein bisschen, bis das und das irgendwie gewachsen ist? Gibt es da irgendwie so einen Zeitpunkt, der besonders gut ist? Man sollte es halt möglichst bald machen, wenn man eben sieht, dass ein Problem auftritt. Früher hat man gesagt, man muss warten, bis sie ausgewachsen ist. Das stimmt nicht. Also wenn ich jetzt sehe, es wird schlimmer, dann warte ich nicht, bis es noch schlimmer wird, sondern dann operiert man dann, wenn man sagt, okay, jetzt ist es über 50 Grad, dann sollte man es auch möglichst bald machen. Und da gibt es auch verschiedene OP-Techniken. Kommt immer darauf an, wie alt oder wie viel noch wächst und so weiter. Ja. Ne? Also, können wir uns das nächste Bild anschauen vielleicht schon mal? Das sehen wir mal ein paar Beispiele. Also das ist die herkömmliche Technik, die man jetzt anwendet, so gegen Ende der Wachstumsphase, dass man eben hier Schrauben reinbringt und Stäbe aus Titan oder Stahl und das eben da dann wieder korrigiert. Also und dann, das ist ja so handwerkliche Arbeit eigentlich. Ne? Und dann nimmt man diese Stäbe und Schrauben und... Genau. Und dann kann man das wieder begradigen. Forciert das wieder in die richtige Position. Und was man hier sehr schön sieht, also wir haben hier in der Brustwirbelsäule eine Verkrümmung, die sich begradigt hat, aber wir haben eben auch in der Lendenwirbelsäule eine Verkrümmung, die man nicht operiert hat und die von alleine wieder gerade geworden ist. Die Lendenwirbelsäule ist eben sehr wichtig für die Beweglichkeit, für Sporttreiben. Wenn die Brustwirbelsäule versteift ist, das merkt man nicht so schlimm. Wenn man die Lendenwirbelsäule mit versteifen muss, dann hat man deutlich mehr Einschränkungen. Ich wollte gerade fragen, also man muss ja irgendwie noch sich beugen können, was aufheben und so weiter. Das geht trotzdem alles, oder? Das geht, aber deswegen ist es eben sinnvoll, das möglichst früh zu operieren, weil man dann die OP kleiner wird und man wirklich nur Teile operieren muss und nicht die ganze Wirbelsäule. Wenn man dann ausgewachsen ist und alles wieder gerade ist, kommen die Stäbe dann wieder raus oder die bleiben drin? Die bleiben drin. Die macht man auch gegen Endeswachstum, die bleiben für immer drin, man muss halt nicht nochmal operieren. Sie haben irgendwann keine Funktion mehr, aber man muss sie nicht mehr rausnehmen. Dann das nächste Bild, das finde ich auch noch sehr interessant. Da geht es um eine OP-Technik, da wird das Wachstum so gelenkt, weil nur auf einer Seite irgendwie was... Genau, also es ist praktisch so eine Art Korsett von innen. Es wird hier so ein Band auf einer Seite eingebracht. Also wenn man hier die Krümmung nach hier ist, dann auf der konvexen, auf der Seite wird das Band eingebracht, in der Brustwirbelsäule auf der anderen Seite. Und dann kann die gerade wachsen. Das Band reißt dann wahrscheinlich wieder irgendwann. Nur wenn ich das vor Beginn des Wachstumsschubes mache, dann wächst die Wirbelsäule gerade. Und wenn es dann in ein paar Jahren reißt, hat wahrscheinlich keinen Einfluss mehr. Also das ist, hier bleibt das starr, das Band hält das zusammen. Und hier nicht, und das wächst dann und dann bleibt die eine hält und dann zieht sich es automatisch auch gerade. Ne? Genau, also es ist wie so eine Art Korsett von innen, aber das geht eben nur, wenn man noch wächst. Also wenn man sehr früh kommt, dann kann man das machen. Wenn man zu lange wartet, dann gibt es diese Möglichkeit, die eben auch bewegungserhaltend ist, wo ich sie nicht versteifen muss, nicht mehr. Apropos Wachstum, wenn wir vorhin die Stäbe gesehen haben, man wächst und die sind ja fest. Das müsste ja mitwachsen irgendwie. Also in dem Bereich, wo die Stäbe sind, wächst man nicht mehr. Deswegen macht man das eben auch erst gegen Ende des Wachstums. Bei sehr kleinen Kindern oder zu Beginn des Wachstums würde man die andere Methode machen. Also diese Methode dann im Wachstum und dann wächst das ja mit. Und das ist ja nur auf der einen Seite dann. Und Sie sagen, das Band reißt dann und dann ist es sowieso... Wahrscheinlich, ja. Aber deswegen, wenn man das gegen Ende des Wachstums macht und es dann reißt, dann wird es wieder krumm. Wenn man es vor Beginn des Wachstums macht und es reißt später, dann bleibt es gerade. Nach so einer OP, nach so einer Versteifung, was kann man da? Kann man noch Sport treiben? Kann man alles machen? Jeden Beruf und Bierkiste hochheben und so weiter, geht alles noch? Man kann auf Dauer wieder jeden Sport treiben. Man sollte halt ein halbes bis ein Jahr Pause machen, bis das Ganze eingewachsen ist. Aber man darf dauerhaft sich wieder normal bewegen. Auch dafür ist es wichtig, dass man möglichst wenig operiert und das kurz hält. Weil das ist die Beweglichkeit natürlich besser, als wenn man zu lange wartet und dann mehr operieren muss. Also man kann normales Leben wieder führen. Trotz der Skoliose, weil sie dann begradigt ist und geholfen haben, dieses Korsett oder eben die OP. Vielen Dank, dass Sie uns das alles erklärt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren und Ihnen danke fürs Zusehen.